Was geht? Was geht? Leute, willkommen zu einem neuen Video. Euer Centix hier. Ja, das ist der erste Teil vom Centix Zember, wie ihr am Titel schon gelesen habt. Oh, ja, so. Bisschen Entspannung hier. Auf jeden Fall. Ja, über was werden wir reden überhaupt? Wir werden reden über Corona, über YouTube, was gerade los ist. Welche Videos werden im Centix Zember überhaupt kommen? Was werden wir spielen? Und bleibt dran, am Ende des Videos wird freigegeben, was ihr für ein Gewinnspiel machen müsst. Es wird nämlich ein Gewinnspiel über 5 Euro. 5 Euro könnt ihr gewinnen, bleibt bis zum Ende dran. Und um zu erfahren, was ihr machen müsst, um diese 5 Euro zu gewinnen. Und starten wir rein ins erste Thema. Ja, das erste Thema ist der Centix Zember. Was werden wir machen? Welche Spiele werden wir spielen? Also wir werden Roblox spielen, darin werden wir Tycoon Simulator und Deathrun spielen, also Obbys. Und schreibt auch in die Kommentare rein, welche Tycoons wir spielen sollen. Ich werde die mir angucken, werde sagen, ist das gut oder nicht. Und dann mal schauen. Und das zweite Thema ist Corona. Gerade bei mir der Stand bisschen Schnupfen, aber ich habe kein Corona, ich habe mich getestet, alles gut. Und was noch? Lasst euch impfen, das ist das. Lasst euch wirklich impfen. Weil das Impfen, das ist wichtig. Weil ich hatte Corona. Also ich nicht, sondern mein Sitznachbar in der Schule hatte Corona und ich habe keinen Corona bekommen. Das Gesundheitsamt hat wirklich täglich, hat das angerufen und hat, ich muss in Quarantäne auch, und hat gefragt, geht's dir gut, hast irgendwelche Symptome? Ich war aber geimpft. Und diese Impfung hat mir geholfen. Ich war vollständig geimpft. Und Leute, lasst euch auch impfen. Nämlich, wenn ihr jetzt Die Schulen wegen so viel Corona-Fällen, die machen bald wieder zu und ihr wollt wahrscheinlich keinen Lockdown. Ihr denkt immer, Schule ist doof, bitte Lockdown. Aber Leute, es hängt von euer Leben steht in der Schule drinne. Wenn ihr nicht gut in der Schule seid, dann seid ihr auch später nicht gut in eurem Job, oder ihr braucht einen bestimmten Abschluss für euren Traumjob. Ich möchte jetzt Rettungssanitäter werden. Dafür braucht man einen ESA-Abschluss. Heißt, kein Hauptschulabschluss, sondern einen größeren Abschluss halt. Ich weiß gerade, ESA heißt das. Oder ESA. Auf jeden Fall, Leute, ihr sagt immer, Schule ist doof. Doch wenn ihr nicht auf der Straße sitzen wollt, keinen Job haben wollt und von Hartz IV leben wollt, denn schreibt gute Noten, passt in der Schule auf. 50% von der Notenbeteiligung sind Mündlichkeit, meldet euch im Unterricht. Die anderen sind einfach nur, schreibst du gute Noten, schreibst du eine Arbeit ab, hast du für die Arbeit gelernt, was machst du im Unterricht, seid nicht am Handy, ist nicht im Unterricht. Und mit dem Handy, mein Freund, fühle ich nicht angesprochen. Und dieses Zember ist die ganze Idee von meinem Freund. Dieses Centix Zember ist von meinem Freund. Bei ihm heißt es Paul Zember. Schaut alle bei NRG YouTube, also YT, Paul Spiel TV vorbei. Da macht er auch das gleiche Format. Ich habe jetzt später angefangen. Und ja, durch ihn ist auch diese Idee gekommen, dass ich das machen kann. Und ja, auf jeden Fall, bitte in Österreich, ihr müsst an die Leute in Österreich denken, die haben gerade richtige Krise bei ihnen. Sie haben Lockdown wieder, wirklich 400. Ich bin heute aufgestanden und auf dieser App standen 400 Corona-Fälle. Heute von 0 bis 7 Uhr sind 400 Corona-Fälle. Impft euch, es ist nicht schlimm, es hat eine Nachwirkung von einer Armschwäche, dein Arm wird nur schwer. Und Leute, die geimpft sind, die
setz die Maske trotzdem richtig über deine Nase und nicht irgendwo anders hin. Und wirklich, einfach impft euch, dann habt ihr einen größeren, einfachen Schutz. Und dann, ja, müsst ihr auch nicht in den Lockdown und könnt euer Job, Traumjob nicht schaffen. Euer Praktikum, ihr wollt doch mit einem guten Abschluss aus eurer Schule rausgehen. Und wenn ihr nicht mit Corona aufpasst, dann wird das auch nichts. Es wird bald im März 2021 wird es eine Impfpflicht vielleicht geben. Sie streiten schon darüber, über diese Impfpflicht. Und die älteren Leute oder die Jugendlichen unter uns, ihr könnt nicht mehr, oder die Jugendlichen, die gerade zuschauen, ihr könnt bald nicht mehr einkaufen, ohne dass ihr geimpft seid. Ihr müsst geimpft oder genesen sein. Wahrscheinlich bald nur geimpft. Genesen zählt bald nicht mehr, weil man mit genesen einen geringeren Schutz hat, als wenn man geimpft ist. Und deswegen, ihr denkt, Corona ist nicht schlimm. Corona wird so lange bei uns bleiben, bis wir nicht alle gecheckt haben, dass wir uns impfen sollen. Weil dann werden auch die Zahlen geringer. Und setzt eure Masken auf, haltet an den Abstand. So, das zum Thema Corona. Jetzt bisschen Ruhe. Thema YouTube. YouTube. Was ist gerade bei YouTube los? YouTube. Sehr viele nutzen Corona aus, um Views zu machen, um weitere Klicks zu machen. Geht auf kleine Kanäle, sucht nach kleinen Kanälen und unterstützt sie vielleicht ein bisschen mit einem kleinen Abo, mit einem Like und mit einem Kommentar. Und darauf freuen sie mich. Auch ich. Ich sitze gerade, nehme für euch ein Podcast auf, sage ich mal. Dies wird auch eine Idee von Chatgeflüster, von Montana Black und Unge. Auf jeden Fall, ihr müsst einfach kleine Kanäle auch unterstützen. Weil alle und Leute, die gerade zuhören und kein YouTube haben, versucht es einfach mal. Ihr denkt, mit YouTube kann man nur Geld verdienen. Oder ihr wollt nur Geld verdienen. Doch YouTube, auch die Leute, die jetzt groß sind und Tausende von Euro täglich verdienen, die haben auch mal klein angefangen und haben noch kein Geld verdient. Deswegen fangt auch mal an. Es macht auch Spaß. Und ich nehme für euch gerade diesen Podcast auf. Hierfür habe ich gerade 6 Versuche gebraucht. Ich habe 6-mal jetzt, ich weiß nicht wie viele Minuten, 6-mal diesen Podcast aufgenommen. Das jedes Mal fast das gleiche gesagt. Immer ein bisschen umgeändert. Doch für YouTube tue ich das. Für YouTube tue ich wieder anfangen. Mein Freund, der von dem auch die Idee ist, wegen dem habe ich wieder YouTube angefangen. Der hat gesagt, ey, fang doch mal wieder mit YouTube an. Das macht Spaß. Es sind ein paar Leute wieder da, die kleine Leute unterstützen. Und versucht das mal auch. Deswegen, Leute, macht das mal und ja. Zum Gewinnspiel jetzt. Das Gewinnspiel läuft von heute, den 7.12.2021 bis zum 12.21. Jetzt fragt ihr, was müsst ihr tun? Ihr müsst schreiben, was findet ihr an dem Kanal toll? Warum habt ihr abonniert? Gerne dazu schreiben könnt ihr, was wünscht ihr euch auf dem Kanal? Und Verbesserungsvorschläge. Schreibt euren Insta-Namen in die Kommentare, wenn ihr kein Insta habt. Denn regeln wir das anders. Wir checken über die Kommentare. Guckt jedes Mal rein, ob ich geantwortet habe. Und ja. Auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Oh. Und lasst gerne ein Like, ein Abo und eine positive Bewertung da, damit ich weiß, wie es hier weitergehen kann. Und ciao mit. Ciao, y'all. Tschüss.